Sonst nichts hier. Ach, da, da. Pass auf. Ist was Gutes drin. Oh, wir wissen es nicht. Jetzt hat sich der gerade gestolpert. What the fuck? Nee. So, jetzt kümmern wir uns noch um den Rest. Sieht nach Ärger aus. Rebellion. Spaßzeit. Nee, nee, nee. Da unten ist auch noch eine Truhe. Ortfang, den brauchten wir nicht. Auf der Seite waren wir gar nicht, deswegen. Ah ja, doch, von der Seite bin ich gekommen. Was ist denn denn die Kiste? Da in der Ecke, was für ein Lümmel. Ah nee, weil wir Vollsimmel-Power trinken. Ist ja auch mal hier dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Okay, dann haben wir hier alles. Jetzt landen. Rebellion. Ja. Doppelt zum Karton. Oh. Gehen wir mal rein. Schauen, was wir kriegen. Ich wollte eigentlich die Mission ganz schnell machen, damit wir endlich zu sehen. Was finden wir wohl hier drin? Denn sowas hier. Ja, ja, dort. Ja, Messpack hier. Ui, fui, fui. Und Sitz. Adelaide hatte wohl den richtigen Riecher. Eine Tür? Hallo, Homura. Stufe 1. Da habe ich gedacht, wir könnten jetzt richtig schön eingehen, weil wir schon Stufe 2 haben. Viel, ne? Hab gesehen, dass da oben was ist. Hier können wir nicht fliegen. Kiste sehe ich jetzt hier auch nicht, die wir ziehen können. Mal schauen, wie wir da noch hochkommen. Gegner, ne? Böser! Oh, der ist schon verbrannt. Ach,
Quatsch, Rote kann ich ja nicht abhalten. Arschloch. Nee. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht hingekriegt habe. Aber egal. Es gibt so viele Sachen noch. Voll damit. Alle eingesoffen. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Wenn es eine Kesseltür ist, nein, das darf ich nicht sagen. Mal hier hochklettern? Nö. Aber hier geht's noch. Wir gucken erstmal nach unten. Ob wir da noch nette Gegner finden. Geht sehr weit nach unten. Ernsthaft, Kiste. Kannst du mir nicht hinkommen? Es liegt wirklich sehr viel. Okay, da will ich jetzt noch nicht weiter runtergehen. Weil wer weiß, wie weit es nach unten geht. Da will ich dann lieber doch einmal hier oben gucken. Also das ist mein Powertrank. Gucken. Und? Freunde! Eingesperrt lernt er seine Lektion schon, da bin ich mir sicher! Bin ich jetzt aber nicht gerade nah. Ist da jemand? Hat er da hin? Leise wie ein Grapphorn. Und der Klopf. Beleidigung total aus. Stand nicht nah genug. Oh ja, meine Powertränke sind voll, ich weiß. Aber nichts dafür, dass ich davon so wenig verbrauche. Das ist heute für mich ein Loot-Paradies, ey. Irgendwann muss es ja auch mal bei mir klappen, ne? Nicht kaputt machen. Ja, stimmt ja, wenn man gehockt ist, kann man ja nicht zaubern. Ah, man kann tatsächlich nicht zaubern, hier. Auch unten die Balken verschwinden. Das geht nicht. Bin ich wieder hier. Also da dran zu kommen, wäre für mich kein Problem. An die Kiste da oben. Sieht danach aus, dass es dort irgendwo ein Weg ist. So viel, ne? Oh, lol. Oh.
Was ist hier so drin? Egal. So. Nehmen wir das. Dies und das. Dann gehen wir jetzt hier runter. Was ist da hinten? Einer meiner Brüder. Aber wer ist da drin? Weg von zu Hause. Wie soll jemanden verlangsamen? Wie soll ich das auch? Hatte ich schon einprobiert, habe ich schon noch Resto-Momentum. Manches Mal könnten sie ruhig hinzuschreiben, ne? Aber verlangsamen. Naja, vielleicht durch Hinakohl. Dadurch. Keine Ahnung. Raune haben wir nicht. Rebellion. So. So nervig, dass man nicht alles aufheben kann. Denkt man die ganze Zeit, man hat vergessen zu looten. Obe? Gefängnis. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben oh, wir haben Mr. Oaks gefunden. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Hinter der einen Kesseltür. Und sonst? Gelaufen, ne? Rebellion. Die People! Achi! Dass der denn immer den nimmt? Entschuldigung, wenn ich störe. Autsch. Großer. Die Steuerung dafür, dass er mal den nimmt, den man eigentlich nehmen möchte, ist echt nicht einfach. Schieß doch nicht das auf ihn! Weg hin, dass ich benutze auch den Raum. Ah, ah.
war gerade eingefroren und ich konnte es sonst machen? Wartest du da oben auf deinen Tod? Lol, guck mal, tatsächlich ausüben. Amboss kommt geflogen. Setz dich nieder auf dein Gesicht. Mist. Ich wollte doch noch was anderes machen. So. Wie sind die Kampf ab, ohne Mega-Power-Einschränke zu benutzen? Habe ich gemacht. Aber irgendwie ist noch einer. Ja, nein. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Wenigstens das eine. Oh. Grüße dich, Alexa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Haben wir doch die Masse hier abgeschnetzelt. Um noch einen Trank zu benutzen. Ich hatte meinen Spaß, das waren mal viele Gegner. Kommt ja hier immer so selten vor. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Er liegt noch so viel, ey. Ich kann davon nichts mehr mitnehmen. Oh, dich kann ich mitnehmen. Nein? Oh. Auch ein Trank, leuchtet nicht grün. Es gibt Kopfschmerzen. Ja, das hat definitiv Kopfschmerzen gegeben. Ah, hast gerade Feierabend. Das ist doch sehr schön. Feierabend hört sich immer sehr, sehr gut. Mr. Oaks. Zur Seite. Der springt das Ding jetzt auf. Geschafft. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Ich muss mal sagen, ne, Knut... Da habe ich ja eben gerade an meinen Optiker gedacht. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Renrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Sie meinten, sie hätten etwas aufgeschnappt. Ach, es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Renrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Renrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Renrock fast zu Tode. Seitdem hasst Renrock alle Zauberer und Hexen.
Er hält uns alle für grausam. Jetzt weiß man wenigstens, warum er auf so einem komischen Trip ist. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Hoffnung hätte ihn nie freigelassen. Wäre nett gewesen, wenn er einen mitgenommen hätte. Aber nö. Wird hier angezeigt, was du machst. Stufe 26. Da liegt noch was, was ich... da ich etwas Wertvolles verpasst. Weg mich. Auch keine Zeit dazu. Voll im Fight drin gewesen. Okay. Ich bin mal nicht aufheben. Nein. Oh, Scheiße. So. Die da unten kann ich nicht aufheben. Dann habe ich alles aufgehoben. Müssen wir jetzt hier bloß nur noch raus? Da habe ich so viel gelootet an Klamotten. Alter Falter. Dass die ganzen Plätze voll sind. Dabei habe ich doch schon soweit alles. Oi, oi, oi. Was haben sie denn angestellt, Eis? Aber schön, dass du erstmal wieder da bist. Und was gab es denn zum Mümmeln? Die Sonne scheint nicht, also nimm deine Hand runter, Junge. Zu der Mond scheinbar so. So, das heißt, wir haben diese Aufgabe erledigt. Weil da haben wir jetzt nichts weiter bekommen von Nachrichten. Da müssen wir mal Ausschau halten. Aber dann gehen wir jetzt endlich dahin, wo ich die ganze Zeit hin will. Alles klar, Fiana, mach's gut. Ist in Scherben reingefallen. Ouch. Und zwar nämlich zu Diek. Alle, die Tierwesen mögen, ist das, hat jetzt was damit zu tun.